Christian Schulz. Andreasen zieht in die Mitte. Flanke ist überragend! Und das Tor ist ein Traum! Das Tor ist ein Traum für Hannover 96. Die Flanke, das Zuspiel von Christian Schulz, ist so klasse getimt. Und Andreasen mit so viel Ballgefühl. 1:0 für Hannover 96. Pinto, guter Ball von Schulz. Hannover 96, hochverdient, weil diesmal auch die Innenverteidigung der Kölner gravierende Fehler machte. 37. Minute, 1:0, Rosenthal. Eine Anhäufung von Fehlern. Dieser Diagonalball von Schulz ist klasse. Pinto, und dann haben die Kölner den Ball eigentlich schon, müssen klären. Jeromel geht nicht hin. Zum Kopfball, versucht er mit dem Fuß an den Ball. Also auch die nicht mit dem besten Kader. Das ist Jakonan, Schlenzer, ist er gut gemacht! Aus dem Nichts, Mensch, hat er den gut gesehen. Jakonan, allerdings, ich glaube, so ein bisschen über den Keeper müssen wir reden. Tolles Tor, Jakonan, jetzt hat er 4 erzielt, genauso wie... Tagesecke. Auf den kurzen Pfosten. Zorc ist da und die Fahne bleibt unten. Und Hannover 96 führt.